Hallöchen, Freunde bei den Crazy Movie Cats und zur guten und zur schlechten Unterhaltung. Wir waren wieder bei Müller. Ja, und haben einige Blu-rays gekauft. Und das ist das neue Update im Januar. Ja, los geht's und viel Spaß. Eure Uschi. Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Crazy Movie Cat Tante, und ich werde mal von oben bestrahlt. Ha, mit einer Kamera aus Licht. Nein, Hallöchen Freunde, ich bin's wieder, eure Crazy Movie Cat Tante. Und ja, wie schon Uschi gesagt hat, waren wir bei Müller. Und sind einfach mal durch den Laden gewandert und in der Blu-ray-Abteilung, DVD-Abteilung und in der Media-Abteilung gelandet, wie immer. Und haben mitgenommen, was uns so ins Auge gefallen ist. Und ich fange am besten mal an, ohne viel zu den Filmen zu sagen. Auf jeden Fall habe ich das erste Mal, als erstes mir Cake mit Jennifer Aniston besorgt, die da, eine Alkoholikerin ist oder spielt. Bin ich mal gespannt drauf auf den Film. Ist auch mit Sam Worthington bekannt aus Terminator 4. Und Clash of the Titans. Kampf der Titanen. Und ein riskanter Plan. Und The Killing Fields? Heißt das so? Naja, egal. Ich rede jetzt hier über Sam Worthington. Dabei ist ja Jennifer Aniston die Hauptperson in diesem Drama. Oder ja, keine Ahnung. Ich werde mir da immer reinziehen. So. Halt mir ein Steelbook gerufen, wa? Ja, das ist auch wieder ein Film. Kann man mögen, muss man aber nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber mich interessiert er. Er ist sehr anspruchsvoll. Nein, Pixels. Ich fand das Steelbook ganz nett. Mit Pac-Man drauf. Und hier hinten auch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht. Das ist irgendwie jeder einzelne Pixel des Pac-Mans, das ist irgendwie so glitzerig. Und so sieht das Teil von innen aus, sogar mit einer DVD. Ja, ganz toll. Ich hole die jetzt nicht raus, damit man das Gesamtbild angucken kann. Aber Slane hatte mal irgendwie darüber schon ein kleines Resümee gezogen und gesagt, dass da der gar nicht so schlecht. Und ich stehe auf so Quatsch. Und mir fliegen gleich meine Ohren wieder ab. Und jetzt komme ich zum letzten. Oh, zum letzten Spaß. Und diesmal habe ich mir A Girl Walk Home Alone at Night. Nee. Walks Home Alone at Night. Nicht A Girl Walks Home Alone at Night. Und ja, scheint ja eigentlich auch ganz gut zu sein. Also der Trailer hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen und die Kritiken gehen ja auch wieder auseinander, aber ist egal, ich bilde mir meine Meinung, aber das Digipack ist doch wunderbar, besonders hier diese tollen Tod ist die Antwort. Diese tollen comichaften Inhalte. Guck da, sieht doch super aus. Oh, eine Muschikatze. Da eine Muschikatze. Und jetzt hier nicht so viel zeigen. Was gibt's denn noch hier? Ein ganzer Berg voll Leichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ja, sieht doch gut aus, finde ich, ne?
Wunderschön, wunderbar. So, das waren die Besorgungen, die ich gemacht habe. So sieht's aus. Ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut und schlechte Unterhaltung, eure Crazy Movie Cat Tante. Tschüss! Wie viele Nächte wusste ich nicht, was gefehlt hat. Wie war das nochmal? Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Alles. Oh. Ich hab einfach zu einen dicken Kopf. Pause. Ach nee, stopp. Nicht Pause.